Das Gedenken nach dem Adhan, nach dem Gebetsruf. Man wiederholt das, was der Gebetsrufer sagt. Wenn er jedoch sagt, kommt zum Gebet und kommt zum Erfolg, sagt man stattdessen, es gibt keine Macht noch Kraft außer bei Allah. وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. Und ich bezeuge auch, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, dem Einzigen, der keinen Partner hat, und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Ich bin zufrieden mit Allah als Herrn, mit Mohammed als Gesandtem und mit dem Islam als Religion. Man betet für den Propheten, Friede und Segen auf ihm, nachdem man den Gebetsrufer erwidert hat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. O Allah, dieses vollkommenen Rufes und dieses zu verrichtenden Gebetes, gewähre Muhammad die Wasile und die Fadile und erwecke ihn zu einer ruhmvollen Stellung, die du ihm versprochen hast. Wahrlich, du brichst nicht, was du versprochen hast. Zwischen dem Adhan, Gebetsruf, und der Iqama, Ruf zur Ausführung des Gebets, liest man Bittgebete für sich selbst. Denn diese Bittgebete werden bei Allah nicht abgelehnt.